Hallo und willkommen bei Calumet Photographic. Mein Name ist Dimitris Kaberidis und ich möchte euch die Nikon D7500 vorstellen. Die Nikon D7500 ist eine tolle Kombination aus der D500 und der D7200. Sie vereint viele technische Vorzüge der professionellen D500 und ist dabei noch kleiner und leichter als die D7200. Aus dem Profimodell D500 wurde der 20,9-Megapixel-Sensor im DX-Format übernommen, der für eine hohe Bildqualität, insbesondere bei wenig Licht und entsprechend hoher ISO-Einstellung steht. Der normale ISO-Bereich der Nikon D7500 reicht bis ISO 51200 und liefert hier dank des Prozessors X-Speed 5 sehr rauscharme Bilder. Bis zu ISO 1.640.000 kann der ISO-Bereich erweitert werden und erlaubt damit das Fotografieren in sehr lichtarmen Situationen. Die Serienbildgeschwindigkeit kann sich absolut sehen lassen. Mit 8 Bildern pro Sekunde ist die Kamera auch für Actionaufnahmen gerüstet und profitiert dabei von dem vergrößerten Pufferspeicher. Dieser ermöglicht Serien von bis zu 50 RAW-Aufnahmen bzw. 100 JPEGs. Die Fokussierung arbeitet sehr schnell und präzise. Die 51 Messfelder decken einen großen Bildbereich ab und sind auch über Messfeldgruppen zu steuern. Diese Technik bewirkt eine höhere Trefferquote, denn das Motiv wird nicht nur von dem eigentlichen Messfeld verfolgt, sondern auch von den umliegenden. Bewegt sich das Motiv aus dem eigentlichen Messfeld heraus, so kann es immer noch von den anderen erfasst werden. Das Ergebnis ist eine höhere Trefferquote bei schnellen Motiven, wie zum Beispiel beim Sport. Die zentral angeordneten Kreuzsensoren arbeiten bis zu einem Lichtwert von -3 und stellen sicher, dass es auch in der Nacht noch präzise scharf gestellt werden kann. Ein RGB-Belichtungsmesssensor mit ca. 180.000 Pixeln verbessert die Belichtungsmessung, denn er wertet die Motivstruktur aus, erkennt dabei auch Gesichter und bietet sogar die lichterbetonte Belichtungsmessung, die ein Ausfressen von Spitzlichtern verhindert. Diese Technik der D7500, die sich beispielsweise in Theater- und Konzertfotografie eignet, wurde übrigens ebenfalls den Profimodellen entnommen. Auch mit Videos in 4K bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde wird eine hervorragende Leistung geliefert. Dabei muss nicht unskaliert werden, denn der Sensor wird pixelgenau ausgelesen, wodurch sich jedoch der Ausschnitt etwas verengt. In Full HD können bis zu 60 Bilder pro Sekunde aufgenommen werden und es steht zudem ein zusätzlicher elektronischer Bildstabilisator zur Verfügung. Mit unkomprimierter HDMI-Ausgabe und den Anschlussmöglichkeiten für externe Mikrofone unterstreicht das Videosystem seine Ambition für anspruchsvolle Videos. Wie bereits erwähnt, ist die D7500 leichter als die D7200 und auch die Abmessungen fallen kleiner aus. Trotzdem liegt sie besser in der Hand, da der Handgriff eine tiefere Einbuchtung erhalten hat und die Hand dadurch besser zupacken kann. Trotz der Kompaktheit wurde ein nach oben und unten neigbares Touch-Display integriert und auch WLAN und Bluetooth. Beides über SnapBridge komfortabel nutzbar, haben noch ins Gehäuse gepasst. Insgesamt bietet sich dem Hobbyfotografen mit der Nikon D7500 eine kompakte und leichte Spiegelreflexkamera, die dank der Anleihen an den Profimodellen über eine sehr gute Bildqualität und ein starkes Leistungsvermögen verfügt. Übrigens, wir bieten auch maßgeschneiderte Finanzierungsmöglichkeiten an. Wir finanzieren ab 0%, ab einem Warenwert von 500 Euro, auch ohne Anzahlung. Und wir nehmen außerdem altes Equipment in Zahlung. So viel zu der Nikon D7500. Bei weiteren Fragen stehen wir gern zur Verfügung.